zuschauen müssen, wie das Zuhause abbrennt. Ich glaube, viel schlimmer kann es kaum kommen. Ein junger Mann kann sich zwar retten, aber alles, was er hatte, ist verloren. Herzlich willkommen zur Landesschau. Mike Michelis Leben hat sich von einer Sekunde auf die andere verändert. Und er hat erfahren, was es heißt, Nachbarn zu haben, Freunde. Die Einwohner von Geiberg bei Heidelberg haben nämlich Mike nicht im Stich gelassen. Ganz im Gegenteil, ein wenig Hoffnung nach dem großen Schock. Ich habe gedacht, das Feuer wäre klein, ich krieg's aus, ist kein Problem. Aber es hat halt noch weiter geknistert und wenn es knistert, heißt es für mich, es brennt noch irgendwo. Und dann sind wir gerannt. Raus. Sofort. Es ist ein Holzhaus. Eine kaputte Steckdose, ein kleiner Funke, Kabelbrand. Mike Michelli in der Ruine, die vor wenigen Tagen noch sein Zuhause war. Begleitet von seiner besten Freundin Steffi. Ein Mitbewohner kam mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das war unser Wohnzimmer. Da hatten wir uns erst vor ein paar Wochen mal einen Lebenstraum von einem sehr riesigen Fernseher gegönnt, worauf wir sehr lange gespart hatten. Und im Endeffekt hatten wir jetzt 2 Wochen davon nur was. Und das tut halt weh. Die letzte Hoffnung, etwas zu finden, aber keine Chance. Die Dias gehören den Nachbarn. Mike hat alles verloren und keinerlei Andenken mehr an seine Mutter. Sie starb, als er 2 Jahre alt war. Da war auch ein Foto dabei, wie meine Mutter mich als Baby auf dem Arm hielt. Das gibt's auch nicht mehr. Wie fühlt sich das an? Mies. Richtig mies. Ich habe nichts mehr von meinem Opa, ich habe nichts mehr von meiner Mutter, nichts mehr. Gar nichts mehr. Das macht mich nicht traurig, das macht mich irgendwie auch wütend. Richtig wütend. Mike muss zusehen, wie sein Zuhause abbrennt. Er ist am Boden zerstört, aber nicht alleine. Die Nachbarn fangen ihn auf. Habe ich ja gesehen, wie sie rauskamen. Ich kam auch nach dem Schlafanzug, weil ich dachte, das ist die Müllabfuhr, war es aber die Feuerwehr. Dann habe ich gedacht, hier rüber gleich, hier rüber, nicht? Schon während des Brandes kamen viele Menschen auf ihn zu, boten Hilfe an. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich vielleicht so 10, 20 Leute melden, die sagen, hey Leute, wie sieht's aus, braucht ihr was oder irgendwas? Aber das waren ja allein mit ihrem Facebook-Post über 1000 Anfragen, alleine über Facebook. Also, und da ist jetzt noch die Feuerwehr und die ganzen anderen Firmen noch nicht mit inbegriffen. Das ist brutal. Denn auch die Feuerwehr hatte zu Spenden aufgerufen. Jetzt platzt das Feuerwehrhaus aus allen Nähten. So wie ich das jetzt halt sehe, hat halb Geiberg hier seinen Hausstand zusammengetragen. Nach nur 3 Stunden mussten sie die Spendenaktion abbrechen, weil einfach kein Platz mehr da war. Das sind die Ureinwohner, so der Urkern. Und weil jeder, der hier reinkommt, wenn er sich eingliedert, sofort aufgenommen wird und sofort eingegliedert wird, ne? Das ist halt die Urwärme, also ich kenne es nicht anders. Ne? Die Brandopfer sind bereits versorgt. Das alles hier geht an soziale Einrichtungen in der Region. Mike wohnt zurzeit bei Steffi. Er hat jetzt 30 Zahnbürsten und eine Autoladung voll Kleidung. Denn auch bei Steffi sind Unmengen Spenden abgegeben worden. Dinge, die ich nicht brauche, kann ich gerne weitergeben. Ich meine, Leute haben auch ihre Sachen gegeben, die sie nicht mehr brauchen für uns. Warum sollte ich nicht das Gleiche tun? Ich meine, die Leute freuen sich jetzt schon drauf und gibt mir auch noch mal einen Kick Freude. Und damit bin ich glücklich, da kann ich heute Abend wenigstens gut schlafen. Vom völligen Nichts zum Überfluss in kurzer Zeit. Mike wird vom Opfer zum Wohltäter, für die Obdachlosen in diesem Moment ein Segen. Einen besonders guten Ruf haben sie ja nun nicht gerade, die Türsteher. Sie sind die harten Jungs, die vor Clubs und Diskotheken Wache halten, die nur ganz bestimmte Gäste reinlassen und die auch zupacken können, wenn es sein muss. Aber sind sie auch wirklich brutal und aggressiv, wie manche sagen? Oder ist das nur eins dieser Vorurteile? In Freiburg, direkt am Bahnhof, liegt das Kelgen, ein schicker Club in einem Hochhaus im obersten Stockwerk. Hier kommt tatsächlich nicht jeder rein. Alle müssen an ihm vorbei, an Shadi Rumi, dem Cheftürsteher. Und er weiß ganz genau, was die Leute von so jemandem wie ihm denken. Gut gelaunt? Sehr gut gelaunt. Ganz wichtig, du weißt schon, wie immer. Ganz wichtig hier. Shadi Rumi tritt zum Dienst an. Der gebürtige Libanese arbeitet in Freiburgs höchstem Club, dem Kelgen.
Mit dem Chef checkt er die Gästeliste, bevor er 17 Stockwerke runter muss. Shadirumi ist Türsteher. Zur Sicherheit hat er immer Pfefferspray dabei. Ich denke, es ist viel besser, wenn die Situation schon eskaliert ist, dass man sagt, ich beende das mit einem Pfefferspray. Der Gegner, der jetzt vielleicht ein Messer hat, kann ich ihm dann ausschalten sozusagen mit Pfefferspray, weil da passiert ihm nicht. Türsteher, der 34-Jährige kennt die Klischees nur zu gut. Arschloch, primitiv, doof, was seid ihr, ein Schrank ohne Gehirn? Das gibt's auch, das gibt's alles, aber wir wissen, wer wir sind. Rumi ist studierter Ingenieur und schreibt gerade an seiner Masterarbeit. Hi. Mit dem Job an der Tür finanziert er sein Studium. Hi. Alles gut. Servus, Charlie. Ja. Es heißt, okay. Das hier sei die härteste Tür Freiburgs. Das Kagan und sein Cheftürsteher fordern einen gewissen Stil. Dein Turnschuhe? Ja, die Nikes. Bitte einfach wechseln und komm wieder, okay? Wir haben jetzt das Thema mit Mädchen. Nein, das ist übertrieben. Schau mal, wie das aussieht. Danke dir. Tschüss. Ciao. Zusammen alle, oder? Jetzt sehe ich da hinten Turnschuhe. Bei dir. Ich mache jetzt eine Ausnahme. Nächstes Mal bitte einfach normale Schuhe. Normale? Gepflegter Turnschuhe kann man irgendwann schlucken. 2, 3, 4 Ausnahmen, aber dann fertig. Ja, genau, das ist richtig. Das ist schön. Ich freue mich. Ja, 11 Jahre macht er den Job schon. Wer darf rein? Wer bleibt draußen? Bist du oben gechillt? Provozierst du keine Leute, nur weil du trainiert bist? Echt? Du weißt, das ist ein Problem manchmal, ha? Nur chillen? Rumi muss abschätzen, ob jemand vielleicht seine Muskeln spielen lassen will. Weil er so trainiert, weil das führt die Leute, dass sie dann mutiger werden. Er denkt, ich habe jetzt ein bisschen Kickboxen gemacht oder bestimmt irgendwelche Kampfsport. Dann müssen wir auch schon merken, kann sein, dass die Bereitschaft anders wie ein anderer Mensch, der ganz dünn und klein ist. Es geht nicht. Nur es geht nicht, geht. Ja, aber warum? Was ist machen Foto los? Hier. Er muss sich auch unbeliebt machen und trotzdem freundlich bleiben. Was soll ich dir jetzt sagen? Ich weiß, aber ich muss doch meinen Job machen. Der nimmt mich auf, schau doch mal. Dem libanesischen Türsteher wird auch Rassismus vorgeworfen. Leute zum Beispiel aus dunkle aus Afrika, die sagen zu mir, Nazi zum Beispiel, das ist, haben mehrmals gehabt. Und habe gesagt, was soll ich sein? Nazi, ich? Er sagt, das passt, das haut nicht hin, glaub mir. Oben steigt die Stimmung. Doch es bahnt sich Ärger an. Rumi muss in den Club. Eine junge Frau fühlt sich belästigt. Nicht, dass du in die Nähe bleibst. Am besten so ein bisschen woanders. Ja, er war vorher dort hinten, dann kam er immer näher. Hat mich die ganze Zeit angeschaut. Und einfach Angst, wenn ich ihn sehe. Alles klar. Wo bist du? Komm jetzt her! Kein Kollege in Sicht. Shadirumi ist alleine und muss in einer erhitzten Männergruppe kühlen Kopf bewahren. Ja, ist doch gut, aber komm jetzt. Bleib doch da, wo er immer bleibt. Komm, Sadri, bitte geh. Ich war ruhig, Alter. Du warst zu mir gekommen. Ich war ruhig. Dann kommen die anderen alle und ficken mich an. Keiner fickt dich, keiner. Bla, bla, bla. Weißt du, keiner fickt dich. Weißt du, weißt schon. Du musst die Leute erstmal so ein bisschen beruhigen. Mit den Leuten reden. Nicht sofort, komm raus, komm rein, Dings. Das gibt's nicht bei mir. So hat er schon manche brenzlige Situation klären können. Türsteher, ein Job fürs Leben. Wenn ich dann in Heimat bin, merke ich Samstagabend, irgendwas fehlt schon jetzt. Ich habe meine Familie, ich habe meine Mama, alles. Aber nee, irgendwas anders. Ich glaube, ich brauche das ein bisschen. Aber natürlich, irgendwann muss jeder Türsteher sagen, okay, man muss aufhören. Soll das der Uhr auch normal laufen, nicht nur diese verrückte Nacht leben. Und den Stuttgarter Fernsehturm, den können Sie übrigens auch ganz bequem von zu Hause aus erleben. Lohnt sich ja immer. Mit unserem Multimedia-Special auf unserer Homepage am Computer bekommen Sie sozusagen Ein- und Ausblicke, die Sie so bestimmt auch noch nicht kennen. Ja, sie haben mächtig gezittert, die Snowcrosser am Feldberg. Nach 3 Wochen Tiefkühltruhe, nun ein Tauwetter vom Feinsten. Dieses Wochenende soll hier der Weltcup starten. Ja, nun bringen die Sonne und die Wärme den Schnee ganz schön ins Schwitzen. Wetterreporter Thomas Mildner war an der Piste und schaut, ob die Snowcrosser genügend Schnee zusammengekratzt haben.
Was für ein Szenario, wer macht das Rennen? Es herrscht Hochspannung und Wettkampfstimmung auf dem Feldberg und das hat gleich mehrere Gründe. Tatsächlich findet derzeit genau über Baden-Württemberg der erste große Kampf der Jahreszeiten statt und das ausgerechnet jetzt. Über einen Monat herrschte perfektes Winterwetter und nun, vor dem ersten großen Weltcup-Wochenende der Skicrosser, so ein heftiges Tauwetter. Sonst freut man sich hier über solch sonnige Anblicke, doch die leichten Plusgrade schon in der Früh bedeuteten neue Sorgen. Nur der böige Wind sorgte anfangs noch für gefühlten Winter. Heute Nacht ist es zunächst trocken und klar, später fällt in Baden etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 6 und minus 1 Grad. Von der Alp bis zum Allgäu Gefahr durch dichten Nebel sowie Glätte durch gefrierendes Schmelzwasser. Die Startrampe für das Weltcuprennen wurde wegen des Tauwetters schon weiter nach unten verlegt. Auch der Wind soll dort weniger Probleme bereiten. Anfang der Woche stand sogar die ganze Veranstaltung auf der Kippe. Die aufwendig präparierte Strecke für die Skicross-Fahrer mit Steilkurven und riesigen Sprüngen drohte dahin zu schmelzen. Das Wetter hat den Verantwortlichen und Helfern in den letzten Tagen übel mitgespielt, doch sie haben es tatsächlich geschafft. Organisationschef und Feldbergs Bürgermeister Stefan Wirbser ist unglaublich erleichtert. Morgen beginnen die Qualifikationsrennen. Herr Wirbser, was kann man jetzt machen, damit die Piste, dass der Schnee hält? Es ist jetzt schon ganz schön spannend. Ja, die größte Spannung ist vorüber. Der Regen hat uns natürlich unwahrscheinlich Arbeit gemacht, aber die Strecke hat gehalten. Wenn jetzt die Sonne nicht allzu viel wegbrennt, aber nachts dann wieder kalt wird, dann ist eigentlich kein Problem. Es steht und fällt hier natürlich alles mit dem Wetter. Wie sehr ist die Sorge jetzt groß? Es könnte ja jetzt hier oben nochmal Neuschnee kommen. Ja gut, der Neuschnee macht auch nochmal Arbeit, das muss man sagen, aber den können wir dann rausschieben. Wenn es jetzt nicht zu viel stürmt oder Nebel, damit die Sicht für die Fahrer nicht gut wäre, das ist eigentlich das größte Problem jetzt. Wir drücken Ihnen und den vielen Helfern hier ganz fest die Daumen, dass es irgendwie hinhaut. Und die gute Nachricht für Sie ist, dass insgesamt die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder ein bisschen anziehen und dass der Regen erstmal durch ist. Und wenn was runterkommt, dann hier oben zumindest als Schnee. Wie es morgen wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Der Blick auf die Regionalkarten, unser Wetter in Baden-Württemberg. Am Freitag überquert uns eine schwache Front. In der Landesmitte gibt es viele Wolken und leichten Regen bei maximal 8 Grad. In Nordbaden dichte Wolken und ein wenig Regen oder Niesel. Im Laufe des Nachmittags wird es trockener, bei 5 bis 9 Grad. Zwischen Main und Ostalb wird der Freitag trüb, bei rund 7 Grad. Stellenweise kommen ein paar Regentropfen runter. Rund um Oberschwaben bleibt es bis zum Nachmittag trüb und nass. Dann lockern die Wolken bei 5 bis 7 Grad etwas auf. In Südbaden vormittags noch regnerisch und auf den höchsten Schwarzwaldgipfeln leichter Schneefall. Danach trockener und örtlich mal sonnig bei 5 bis 11 Grad. Wer beim Skicross am Feldberg das Rennen macht, sehen Sie am Wochenende live in der ARD. Beim Wetter hatte heute wie hier bei Lenzkirch der Frühling die Nase vorne. Mit der Sonne zog sich der Nebel weiter zurück. Am Vormittag wurde es immer milder und gefühlt herrlich angenehm. Doch der Wettkampf läuft noch. So wie es aussieht, liegt nach einem ausgeglichenen Wochenende nächste Woche wieder der Winter in Führung. Der Feldberg ist noch in Sichtweite und trotzdem sind wir mittendrin im Frühling. Am Nachmittag waren das heute wunderbar angenehme Temperaturen in der Sonne. Einfach herrlich. Aber ich muss warnen, allzu viel Euphorie ist nicht angebracht, denn schon in den kommenden Tagen wird es wieder ganz schön wechselhaft. Am Wochenende ziehen neue Regengebiete übers Land. Im Hochschwarzwald fällt teilweise Schnee. Dazwischen gibt es einige trockene Phasen. Am Samstag frischt bei 4 bis 10 Grad der Wind kräftig auf. Im Bergland drohen Sturmböen. Nachts besteht wieder Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Der Januar ist vorüber, aber vorbei ist er für uns noch nicht. Wir suchen noch das schönste Motiv unserer Landesschau-Zuschauer, unserer Wetterfotografen. Das Wetterfoto des Monats. Und drei haben wir aus unserer Fotogalerie ausgewählt. Das hier stammt von Markus Jell aus Bad Urach. Aufgenommen bei eisigen Temperaturen zwischen Neuhausen und Glems in der Region Neckaralb. Unser zweiter Kandidat, dieses Foto stammt von Stefan Reichle. Fotografiert bei Riedlingen in Oberschwaben bei minus 17 Grad an der Donau. Minus 17 Grad, also typisch für diesen Januar. Und dann noch das hier. Sorin Schuller hat es geschossen, auch eine herrliche Winterimpression, aufgenommen am Schliffkopf im Nordschwarzwald. Drei tolle Motive, die Auswahl fällt schwer, aber ich muss es ja nicht machen. Sie können abstimmen, bis morgen noch im Internet oder auf Facebook.
Es hat sich ausgetutet in so manchem Verein. Sie mussten sich auflösen oder zwangspausieren, denn bei der Blasmusik, da gibt es kaum noch Nachwuchs. Wer will heutzutage noch Klarinette lernen oder Tuba oder sowas? Ein Problem, das inzwischen viele Dorfvereine kennen, aber selbst in größeren Städten wird es immer schwieriger, neue Musiker zur Blasmusik zu bringen. Probe beim Musikverein Lehen in Freiburg. Es fehlen Oboen, Fagott, Klarinetten, Trompeten. Der Traditionsverein, gegründet 1922, hat schon bessere Zeiten erlebt. Wir haben einfach Besetzungsprobleme in den einzelnen Registern. Und wenn die Register nicht besetzt sind, kann man nicht volle Pulle spielen. Der 80-Jährige kommt zuverlässig zu den Proben. Andere schaffen das nicht, mit Beruf, Familie, Hobbys. Und neue kommen gar nicht erst dazu. Manche Stimmen sind dann nur einfach oder gar nicht besetzt. Wenn Herr Brede nicht kommt, dann können wir im Prinzip nicht proben. Und am Auftritt, wenn die Tuba fehlt, dann müssen wir jemanden einkaufen. Nachwuchs also dringend gesucht. Aber für Jugendliche gibt es in einer Stadt wie Freiburg auch andere Angebote und viele Orchester. Vorerst muss Siegfried Brede mit seinen 80 Jahren also weiter ran. Dieser Bass, der wiegt 10 Kilo und der ist mir im Laufe der Jahre mit zunehmendem Alter zu schwer geworden. Und deshalb bleibt er hier im Probelokal und wird mir zu allen Auftritten mitgebracht. 70 Kilometer entfernt, im kleinen Wiesental, sieht es kaum besser aus. Wobei der Musikverein Salneck hat Nachwuchs, jetzt wo die Bläser im benachbarten Endenburg am Ende sind. Vorher war ich in meinem Heimatdorf im Verein. Der wurde jetzt leider aufgelöst, weil wir halt Personenmangel hatten. Er wollte die Musik nicht aufgeben, deshalb spielt er jetzt in Salneck. Aber auch dieser Verein kämpft ums Überleben. Das Weihnachtskonzert fällt dieses Jahr aus, denn dem Verein fehlt ein Dirigent. Stefan Greta spielt eigentlich Posaune und dirigiert nur vertretungsweise. Bei mir ist es auch so, dass ich beruflich angespannt bin, viel unterwegs bin in der Welt und daher kann ich nicht jede Woche da sein. Die Stelle zu besetzen ist nicht einfach, gerade im entlegenen kleinen Wiesental. Aber mit dem Dirigenten steht oder fällt der Musikverein. Salneck ohne Musikverein kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin in Salneck aufgewachsen und könnte ich mir nicht vorstellen. Wäre natürlich schade, wenn der Verein auseinanderfällt, wenn er zerbricht. Aufgeben will keiner. Aber so glänzend wie die Instrumente sind die Zukunftsaussichten nicht für jeden Traditionsverein. Heute ist der 2. Februar. In unseren Zeiten ein ganz normaler Tag. Doch früher hatte der mal im Jahresverlauf eine große Bedeutung. Und zwar nicht nur im kirchlichen Bereich. Denn heute ist Mariä Lichtmess. Ein Tag, den viele Hohenloher Bauern jetzt wieder als Festtag feiern. Was besagt er? Welche Tradition steckt dahinter? Gut zu wissen. Schon seit dem frühen Morgen knistert das Feuer im Holzbackofen der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in Wolpertshausen. Die Vorbereitungen für ein großes Fest an Mariä Lichtmess mit Original Hohenloher Blots. Ein mit Rahmspeck und Zwiebeln belegter Brotteig. Über 500 solcher Fladen werden dann gebacken. Ich denke, dass wir so rund 1000 bis 1500 Gäste bekommen, Bauern und natürlich auch noserweise Bürger. Und das freut uns natürlich, weil da hat man einen Austausch. Und es hat seinen Grund, dass heute an Mariä Lichtmess gefeiert wird. Was ist Mariä Lichtmess? Kommt zwar aus dem katholischen Teil, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Gab es so einen Spruch von früher, so Lichtmess bei Tag S. Ach Gott, ja, am 2. Februar. Das ist das Ende der Weihnachtszeit. Gut, ja, prima. Was es genau ist, vielleicht hängt das mit der Tageszeit zusammen, ich weiß es nicht. Fast alles richtig. Mariä Lichtmess geht auf einen ganz alten Brauch zurück und der hat mit Licht zu tun. Die Tage werden wieder länger. Schon im alten Rom gab es an diesem Tag Lichterprozessionen. Seit dem 4. Jahrhundert feiert die katholische Kirche diesen Tag als Marienfesttag mit Lichterprozessionen und Kerzenweihe in der Kirche. Es ist auch ein wichtiges Herrenfest, das heißt, Christus wird verehrt. Er wurde nämlich auf den Altar gestellt im Tempel. So ist das auch oft dargestellt worden im Mittelalter. Und er kam als Licht in die Welt.
In Kirchen und Haushalten ist an Marielichtmess traditionell die Weihnachtszeit zu Ende. Erst jetzt wird die Krippe wieder eingepackt und der Christbaum entsorgt. Welche Bräuche gibt es zu Marielichtmess? Für Christina Bühler in Wolpertshausen sind bäuerliche Traditionen wichtig. Zu Marielichtmess trägt sie eine prachtvolle Tracht. Die Haube, die ist noch von ihrer Schwiegermutter. Denn heute wird auf dem großen Fest auch die schönste Hohenloher Tracht gekürt werden. Das ist ein neuer Brauch. Das bäuerliche Jahr war halt ein Lichtmess rum. Und da haben die Bediensteten alle ihren Jahreslohn bekommen. Und dann konnte sich jeder Bauer oder auch jeder Bedienstete seinen neuen Herrn auswählen. Und wenn man seinen neuen großen Knecht gefunden hat, dann hat man ihn ausgegeben. Nicht? Und die Bauern haben dann gefestet und Festmahl, das war ein bäuerlicher Festtag. Auch in Oberderdingen im Kraichgau feiert man Lichtmess seit 300 Jahren. Traditionell ziehen die Junggesellen hoch zu Ross durch den Ort. Der Sage nach haben einst die ledigen Burschen den örtlichen Müller vor Raub und Plünderung bewahrt. Dafür bekommen sie jedes Jahr an Lichtmess ein Brot. Den Müller gibt es längst nicht mehr. Der Brauch hält sich aber trotzdem und das ganze Dorf feiert. Warum wird Marielichtmess wieder gefeiert? Wenn der Blutz in Wolpertshausen aus dem Ofen kommt, kann die Feier zur Lichtmess beginnen. Für Rudolf Bühler mehr als ein Fest. Jetzt ist unser neues Lichtmess ist sozusagen unser bäuerlicher Aschermittwoch, wo wir also richtig auch mal unsere Meinung kundtun vom Leder ziehen und ein bisschen die Politik bewegen. Bewegen soll sich an Lichtmess auch das Wetter. Der Bauernkalender sagt, ist Lichtmess trüb, ist's dem Bauern lieb. Das heißt, der Winter ist zu Ende und das würde nicht nur die Bauern freuen. Ja, vielleicht ein bisschen verfrüht die Prognose, dass der Winter schon zu Ende ist. Wir haben es ja vorhin von unserem Wetterreporter gehört. Unser Landesschaumobil zeigt uns diese Woche Menschen und Geschichten aus Uhingen im Vilstal. Petra Teidigsmann ist dort für uns unterwegs und sie hat am Stadtrand inmitten von Wiesen ein besonderes Sporttraining miterlebt. Eine Sportart, die man hier jetzt nicht unbedingt erwartet. Mit Skirollern durch die Landschaft und dazu noch Koordinationsübungen, das ist einzigartig hier im Vilstal. Ja, da fliegen die Bälle hier und es ist tatsächlich ein Biathlon-Training in Uhingen. Dass es ausgerechnet hier diesen Wintersport gibt, liegt am Trainer Rainer Schemp. Denn er war der erste Biathlet im Vilstal. Und dieses Talent hat er an seinen Sohn weitergegeben. So, das hier ist tatsächlich der beste deutsche Biathlet, das ist der Simon Schemp und der kommt aus Uhingen. Also nicht aus dem Mittelgebirge, sondern aus dem Vilstal. Seit langem trainiert Simon Schemp in Ruhpolding. Aber sein Vater ist der Biathlon-Trainer in Uhingen und das mit großer Leidenschaft. 4 bis 5 Mal in der Woche trainiert er mit den Schülern. Die haben ihren Spaß, auch wenn sie oft lange Schultage haben. Herr Schemp, wie ist denn das? Die Kinder kommen jetzt 4 bis 5 Mal zum Training in der Woche. Was sagen denn da die Eltern dazu eigentlich? Meistens so nach 1-2 Monaten kommen die Eltern und sagen, das Training ist viel zu viel, meine Kinder müssen mehr für die Schule lernen, die Klassenarbeiten kommen zu kurz und so weiter. Dann sage ich meistens, jetzt wartet es doch einmal ab, lasst die Kinder einfach mal 1-1,5 Jahre den Sport betreiben und dann schwätzen wir wieder, ob die Note schlechter oder besser war. Und zu 90% sind die Noten nachher besser und nicht schlechter. Die Kinder sind strukturierter, zielorientierter. Sie machen in einer Stunde mehr wie andere Kinder in 2 oder 3 Stunden Hausaufgaben. Mit diesem Trainingskonzept hat er für seinen Sohn einen soliden Grundstein gelegt. Konzentration und Ruhe ist das Wichtigste am Schießstand. Simon Schemp ist mit an der Weltspitze. Er hat Silber- und Goldmedaillen geholt. In der Saison 2015-16 war er der beste Biathlet Deutschlands. Mit 2 hat Simon mal angefangen. Das will ich auch machen. Mit 2? Mit 2. Habt ihr das gehört? War aber dann alles passé. Er hat dann Handball gespielt, Leichtathletik gemacht, Ski alpin gefahren. Und mit 13 hat er dann einfach angefangen und gesagt, ich höre alles auf, jetzt mache ich Biathlon. Von heute auf morgen. Und mit 16 ging er dann von Uhingen nach Furtwangen ins Skiinternat, wo seine Karriere begann.
Wer von euch hat sich denn jetzt vom Simon inspirieren lassen, Biathlon zu machen? Meldet sich eine. Jetzt gehen wir mal ganz durch. Wo bist du denn? Irgendwann dachte ich, ich will das auch mal machen. Mhm. Und dann wollte ich es halt ausprobieren, weil ich wollte auch so hoch wie Simon kommen. Der ist total nett, total sympathisch, voll offen. Ist eine total nette Person. Und ja, es ist halt irgendwie so cool, dann das Vorbild so öfters mal zu treffen. Und bis das Vorbild Simon Cemp mal wieder nach Uhingen kommt, geben die Schüler alles. Mountainbiken, Bogenschießen, aber auch Zirkeltraining gehört zum Biathlon-Training. Ihr lacht dabei, das ist doch total anstrengend, oder nicht? Ja. Ja. Lachen ist erlaubt im Training. Selbstverständlich ist Lachen erlaubt. Ja? Wenn ein Kind nicht gelacht hat, ist kein Training. Das gehört genauso dazu, wie auch die Konzentration auf manche Übungen. Ja. Training muss immer Spaß machen. Was hast du denn mal vor? Also, wenn alles gut läuft. Du darfst auch mal aufhören, okay. Ja? Wäre natürlich schon so, jetzt, dass ich gucke, dass ich nächstes Jahr an Skiinternat nach Furtwang könnte. Und da war ja auch der Top-Biathlet Simon Cemp. Was den Schülern richtig Spaß macht, die Vielfalt. Es wird eben nie langweilig im Biathlon-Training. Oh ja, langweilig wird's ihr auch nie. Sie hat nicht nur einen, sondern zwei Jobs. Daurian Puisuvan aus Stuttgart. Ursprünglich stammt sie aus Thailand. Tagsüber arbeitet sie in einer Arztpraxis. Abends ist sie in ihrem eigenen kleinen Restaurant im Einsatz. Und ganz nebenbei ist sie auch noch alleinerziehende Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Wow, eine echte Powerfrau. Daurian Puisuvan persönlich. Das heißt, vor der OP meldet sie sich noch mal wegen der Vorbereitung? Ja, ich wollte jetzt erstmal noch den Blutwert noch mal nehmen. Ich wollte nie wie meine Mutter sein, ich wollte nie Hausfrau sein. Ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Mir wollte von niemandem abhängig sein. Wie Sie sehen, auf der Karte ist alles scharf. Aber scharf ist ja nicht für jeden die gleiche Definition. Das heißt, wir können die Schärfe für Sie regulieren. Das ist die Mentalität der Deutschen, die ich liebe. Ja? Die umschreiben es nicht, umschmeicheln es nicht, sagen es direkt. Und das Direkte mag ich. Schon als Kind kam Daurian Puisuvan nach Stuttgart. Ihre Mutter hatte einen deutschen Mann geheiratet, in der Hoffnung auf ein besseres Leben für ihre Kinder. Daurian profitierte davon. Grundschule, Realschule, Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten und Diabetesassistentin. Seit über 20 Jahren arbeitet sie Vollzeit in der Praxis eines Stuttgarter Internisten. Wunderbar, ist fantastisch. Ich liebe die Arbeit mit Menschen und es ist natürlich auch toll, wenn man einen tollen Chef hat. Wir haben ein sehr freundschaftliches, familiäres Verhältnis. Also er hat mich immer gefördert, ob mit Weiterbildungen. Ich konnte jedes Mal auch zu ihm hingehen, wenn ich Privatprobleme hatte. Doch letztes Jahr der Impuls, neue Wege zu gehen. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte auch meinen Job nicht verlassen, also die Praxis nicht verlassen, wollte aber zusätzlich was machen. Und da kam mir der Gedanke mit dem Eis, weil ich habe dann gemerkt, dass hier in Deutschland dieses Eis nicht gibt. Eis auf Kokosmilchbasis. Der Wunsch, das herzustellen, hat mit ihrer Kindheit in Thailand zu tun. Dort wuchs Daurian in ärmlichen Verhältnissen auf, mit drei Geschwistern. Weil ihr Vater ein Tunichtgut war und ihre Mutter arbeiten gehen musste, kümmerte sich die Großmutter um sie. Daurians so geliebte Ersatzmama. Sie war oft mit uns dann auch weg, weil meine Mutter nicht konnte. Und es gab bei uns ganz viele Nachtmärkte. Und mit uns war sie dann dort und es gab immer irgendwie Süßigkeiten für uns. Das größte Glück für sie war jedes Mal traditionelles thailändisches Eis. Und genau das produziert Daurian heute selber, zu Ehren ihrer Großmutter. Ich erinnere mich jeden Tag an meine Oma, wenn ich mein Eis mache. Und das ist es. Und sie fehlt mir. Geeignete Räume für ein Eislabor fand Daurian zunächst nicht. Dafür verliebte sich die 39-Jährige in ein Wohnzimmer im Stuttgarter Westen, in dem sie letzten Sommer ein kleines Thai-Restaurant eröffnete. Statt Feierabend hieß das, nach der Praxis noch mal Gas geben. Anfangs erlebte sie eine Durststrecke und war sich unsicher, ob es mit ihrer Selbstständigkeit weitergehen würde. Inzwischen kann sie sich vor Gästen kaum retten.
Das liegt nicht nur am leckeren Essen, sondern auch an ihrer offenen, herzlichen Art. Ich bin sehr zielstrebig. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, möchte ich es auch dann auch durchführen und auch zu Ende bringen. Und dass es gut ist, das ist mein Ehrgeiz und die Kraft für alles. Auch die beiden Kinder der alleinerziehenden Mutter kommen gerne zum Essen vorbei, bevor der Trubel im Restaurant losgeht. Das Tolle an den beiden ist, ja, wir sind seit 5 Jahren alleine und wir halten zusammen. Wir ziehen an einem Strang. Meine Kinder sind sehr vernünftig und sehr selbstständig und schon immer gewesen. Machen mir nie Probleme. Wohlerzogen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, stolz auf die, total. Ja. Daurians Lieblingsort, der Feuersee im Stuttgarter Westen. Ein ehemaliger Löschwasserteich vor einer imposanten Kirche im neugotischen Stil. Das ist mein Lieblingsort, weil ich hier meinen ersten Schnee erlebt habe und das erste Mal Skischuh gelaufen bin. Weil sowas gibt es in Thailand einfach nicht. Mein heutiger Gast mag es auch gerne mal kalt. Er kennt das eiskalte Polarmeer, aber auch die tropischen Korallenriffe. Er taucht mit Haien, Orcas und Buckelwalen. Und jetzt geht der gebürtige Kehler mit seiner eigenen Live-Show bei uns auf Tour. Uli Kunz ist Meeresbiologe und Forschungstaucher. Seine Fotos und Filme entstehen im Eis der Arktis und Antarktis. Bei Eisbären und Walrössern, den Pinguinen auf der Südhalbkugel oder in den Tropen. Sein erster Tauchgang am Bodensee weckte seine Leidenschaft fürs Meer. Inzwischen hat ihn ein Walhai über den Haufen geschwommen und ein Buckelwal hat ihn fast verschluckt. Uli Kunz brennt dafür, uns die Schönheit der Meere zu zeigen. Und hier ist er, Uli Kunz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, ab Sonntag dann auch hier bei uns in Baden-Württemberg auf Vortragstour. Mhm. Was kriegt man da zu sehen bei diesem Vortrag? Das ist eine Live-Show, das heißt, ich erzähle von meinen Abenteuern und Expeditionen als Forschungstaucher und Meeresbiologe und möchte die Menschen für diesen großen Lebensraum Ozean begeistern. Wie gut geht es eigentlich dem Meer und seinen Bewohnern? An vielen Stellen geht es dem Ozean tatsächlich im Moment sehr, sehr schlecht. Ich war an vielen Stellen, wo die Einflüsse des Klimawandels deutlich zu sehen sind und wir vermüllen natürlich auch seit vielen, vielen Jahrzehnten den Ozean im großen Stil und auch darauf möchte ich darauf hinweisen in meiner Show, dass es eben diese Bedrohung gibt und da müssen wir jetzt langsam was tun, dass es dem Ozean besser geht. Also das ist nicht nur Ai-Tai-Tai, schöne Dias angucken und so ein bisschen toll der Held hier, sondern Sie sagen auch, da geht es dem Ozean echt auch schlecht und da muss man was tun. Na klar, was kann man denn tun? Was können wir denn tun? Wir müssen einfach langsam lernen zu verzichten und den Ozean eben nicht zu vermüllen. Mhm. Wir müssen auch mit diesen Ressourcen, die der Ozean bietet, einfach ganz nachhaltig umgehen. Nur so können wir auf Dauer mit dem Ozean überleben. Ja, es wäre für Sie ja gerade besonders tragisch, wenn man da nicht mehr tauchen könnte und nichts mehr sehen würde. Tauchen kann ich wahrscheinlich dann immer noch, nur sehe ich dann vielleicht ja. nichts mehr. Was treibt Sie denn eigentlich immer wieder in die Tiefe? Was ist das? Also meins wäre es überhaupt nicht. Also irgendwie muss man dafür geboren sein, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das schon mit in die Wiege gelegt. Ich finde es einfach, diese Leidenschaft für den Ozean habe ich seit meiner Kindheit. Und ich liebe es, dort unter Wasser zu fliegen, zu tauchen, mir diese absurden Welten anzuschauen und eben einfach einen großen Spaß zu empfinden, wenn ich dort unter Wasser bin. Und dabei tolle Fotos zu schießen. Wir haben Bilder, wo man sie sieht, wie sie eben mit den Tieren da zusammen schwimmen und ja. wie sie die Fotos machen. Das ist ein richtiges Abenteuer, wenn wir da mal gucken. Also da kann man wirklich die tollsten Dinge genau, das sind sehen. Wo sind wir da? Das sind Aufnahmen auf den Malediven. Das sind große Mantas, mit denen ich geschwommen bin. Jetzt sind wir bei den Belugas, einer ganz anderen Stelle. Und diese Geräusche, die man da hört, die gehen durch Mark und Bein. Jetzt springen wir wieder zurück in die Malediven, mit Haien unterwegs gewesen. Und hier wieder zu den Delfinen in der Kieler Förde. Ich habe lange gewartet, bis ich Delfine in der Kieler Förde hatte. Das letzte Mal war das, glaube ich, vor 60 oder 80 Jahren der Fall. Und so sieht es eben bei uns unter Wasser durchaus aus. Das sind Kegelrobben vor Helgoland, auch meine Lieblingstiere, weil die wirklich ganz, ganz neugierig sind und wirklich an der Kamera schnuppern. Ja, ich finde auch, sie sehen aus wie Hunde ohne Ohren irgendwie. Ja. Ne? Da geht der Ozean vor die Seehunde sozusagen. Ja. Ist es auch gefährlich? Also das sieht ja, wenn man das so anguckt, aus wie so ein Garten, durch den man so durchschwimmt und dann ist hier mal ein Hai und da mal irgendein Fisch. Ja.
Ist es denn so? Oder das ist tatsächlich so, und es ist viel gefährlicher, wenn ich hier gerade auf der Autobahn ins Studio gefahren bin. Das sind wahrscheinlich die größten Gefahren, denen man sich aussetzen kann heutzutage. Aha. Unter Wasser geht es mir blendend und die Tiere haben uns nicht auf dem Speisezettel. Nee. Deswegen knabbern sie uns auch nicht an. Also die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen? Ja, deutlich. Aus gutem Grunde. Ja, da haben Sie wohl recht. Die müssten die Flucht ergreifen, wenn sie uns sehen. Aber eine Story, diese mit der Buckelwal, dass sie da fast verschluckt wurden. Was ist da genau passiert? Das war im Nordpolarmeer in Norwegen, da wo ich gerade auch die letzten zwei Wochen verbracht habe. Und vor zwei Jahren hatte ich da einen Dreh und bin tatsächlich in einem Schwarm gewesen. Da sieht man mich, genau, der kleine Kopf. Ja. Und das rechts und links, das sind keine Steine, sondern wirklich Buckelwale, die aus dem Wasser rausspringen und mich um ein Haar mit verschluckt hätten. Aber ich bin noch da und deswegen kann ich die Geschichte erzählen. Ja, das ist ja schön. Sonst hätten wir jetzt leider eine andere Geschichte erzählen müssen. Vielleicht hätte ich Ihnen dann erzählen können. Wie es innen aussieht, hätten Sie uns erzählen können. Ja, und dann ein anderes Spezialgebiet von Ihnen, kann man so sagen, was Sie auch gerne machen, ist in Höhlen tauchen unter Wasser. Ja. Das ist ja auch nochmal so eine ganz andere Geschichte. Ja. Was fasziniert Sie denn daran? Also auch da haben wir natürlich Bilder, die Sie uns da mitgebracht haben. Da in den Höhlen sind es weniger die Lebewesen, weil da lebt eben nicht mehr so viel. Es sind aber einfach diese Welten, die man da unter Wasser sehen kann. Das sind Aufnahmen aus einer französischen Höhle, in die wir 2 Kilometer reintauchen mussten. Da war ich mit einem begeisterten Team aus Höhlen Tauchern unterwegs, um eben auch diese Höhle zu erforschen. Und da haben wir eine Nacht in der Höhle verbracht, also haben noch Schlafsack und Isomatte mitnehmen müssen, haben natürlich auch einen Gaskocher dabei gehabt. Genau, das ist jetzt mein Bett, über das ich da gerade rübergelaufen bin. Man kann sich vorstellen, da schläft es sich nicht wirklich angenehm. Aber diese Welten, die bezahlen einen dafür, für alles, diese Einblicke zu haben, das finde ich unglaublich. Wie finden Sie solche Höhlen? Also gibt es da Karten drüber? Nicht wirklich. Es gibt aber, die meisten Höhlen sind bekannt, weil an den Stellen, gerade in Frankreich, schießt das Wasser da aus dem Boden raus. Und man weiß einfach, das ist ein Fluss, der unter der Erdoberfläche verläuft. Aber man hat über den Verlauf eben keine Ahnung. Und deswegen gibt es so verrückte, begeisterte Höhlentaucher wie wir, die da reintauchen. Sie haben es ja vorhin erzählt, dass Sie schon in frühester Kindheit die Begeisterung dafür entdeckt haben bei sich. Ihr Vater war Ihr Jacques Cousteau, haben Sie mal gesagt. Das freut ihn. Ja, das ist, ich habe ihn auch noch so im Kopf, den Jacques Cousteau. Also, das war Ihr Held. Ja, auf jeden Fall, das ist er immer noch. Er hat mich zum Schnorcheln gebracht und hat mir einfach als Biologielehrer die Begeisterung für das Leben eingehaucht. Mhm. Und das war jetzt ein Bild hier von meinem ersten Tauchgang. Und seitdem habe ich diese Leidenschaft, diese Faszination und versuchte einfach so viel Zeit wie möglich unter der Wasseroberfläche zu verbringen. Mhm. Leider muss ich immer wieder hoch. Haben Sie Freunde gefunden da unten? Also was ist so Ihr Lieblingstier im Meer? Da gibt es viele natürlich, diese großen Tiere wie Orca oder die Robbe. Aber mein eigentliches Lieblingstier ist vermutlich seit einigen Wochen der Schleimaal. Hier sieht man ihn auf der Seite. Der Schleimaal, das ist nicht Ihr Ernst. Das sind diese pinken Würste, die dort sich in den Fisch hineinbohren. Ich finde es einfach toll, weil es Tiere gibt, die einfach nicht diese großen Augen haben, die nicht diese Sympathieträger sind, aber die eine unglaublich wichtige Rolle in der Nahrungskette spielen. Und deswegen ich als Biologe finde ich diese Tiere toll. Okay, na gut. Können vielleicht also, nicht alle nachvollziehen. Ich lese vielleicht noch ein bisschen was über ihn. Vielleicht. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht finde ich ihn ja auch mal irgendwann interessant. Ja. Also im Moment gerade auf Heimaturlaub in Kehl. Auch mal wieder schön hier im Badischen zu sein? Auf jeden Fall. Jetzt mit der Tour die nächsten paar Tage hier auch im Baden-Württembergischen zu sein, das freut mich. Und dann nach den paar Tagen hier geht es wieder nach Norden und da geht die Tour dann weiter. Okay, dann alles Gute für Sie. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund beim Tauchen, passen Sie immer gut auf sich auf. Der Schleimaal, der passt auf mich auf. Wenn ich mich irgendwo mal zur Ruhe bette, dann wird der sich um mich kümmern. Oh, das klingt aber irgendwie auch nicht gerade lecker. Ach, das ist Biologen sehen das ganz einfach. Ja, okay. Ja, das müssen Sie ja selber wissen. Danke für den Besuch, Herr Kunz. Vielen Dank. Kurz vor 19:30 ist es Zeit zum Staunen. Und da empfehle ich Ihnen heute Abend einen Krimi im Ersten um 20.15 Uhr. Der spielt nämlich hier bei uns in Baden-Württemberg in Mannheim im Stadtteil Jungbusch. Schön schräg, ein bisschen verschroben und der ganze Stadtteil freut sich drauf. Morning, Jungbusch! Dimitrios Schulze, ein Anwalt nah dran am Klienten. Ich war's nicht und wenn, dann hab ich's nicht gewollt. Wurde erwischt, nur ein kleiner Misserfolg. Gott, bitte mach, dass ich mich gedulde und den Rest regelt Dimi Schulze. Sieh ich gut aus? Ja, wie immer. Mannheims Hafenviertel, Real, der Stadtteil Jungbusch, Kulisse für den neuen Krimi in der ARD. Alte Bürgerhäuser, Rotlichtbars, Multikulti. Ein Kiez, wie er in anderen Städten Touristen anzieht. Mit dem Unterschied, hier ist alles echt. Jungbusch, bestes Viertel in Mannheim, definitiv. Hier trifft sich alles. Es ist egal, ob das jetzt Hartz-IV-Empfänger sind, ob das Studenten sind. Ich habe hier auch schon
Künstler sind ja auch sehr viel da. Die Leute hier halten sehr zusammen. Es ist auf jeden Fall ein Szeneviertel geworden die letzten 5 Jahre. Mein Dorf. Im Jungbusch kennt jeder jeden, eine bunte Gemeinschaft mit ihren eigenen Regeln, auch im Film. Klar, dass es da viel Arbeit gibt für einen Anwalt mit flexiblem Rechtsverständnis. Ich brauche einen Anwalt, jetzt. Hallo Aisha, wie geht's? Alexa, was ist los? So eine verfickte Scheiße, komm mal mit. Dimitrios Schulze, gespielt von Adam Bustukos, der Anwalt der Arbeiter, Ausländer und Außenseiter. Der Jungbusch als Kulisse für seine Fälle muss sich da gar nicht verstellen. Oh krass, eine Leiche. Sie sehen ja, hier werden ja sehr viele Filme gedreht. Hier wird ja ständig irgendwas gedreht. Hier am Loft, an der Aral-Tankstelle. Dunkle Ecken, gute Ecken, helle Ecken, da gibt's alles, ne? Ich finde, das hier sieht ziemlich authentisch aus. Für eine Krimiserie. Wer wissen will, was im echten Viertel los ist, geht Antonias Kiosk. Das hat der Mannheimer Drehbuchautor des neuen ARD-Krimis wahrscheinlich auch gemacht. Und so sind die Dialoge nah dran an den Menschen. Der Jungbusch spielt sich selbst. Ja, was glaubst du, was der Timmy gedreht hat? Kennst du doch den Timmy? Irgendeinen Scheiß macht er doch immer, oder? Schon in der Altgeschwinger oder was? Ja, irgendeinen Scheiß hat er aufgestellt, das weiß ich genau. Wird der Film ein Erfolg, ist eine Serie geplant. Das würde die Jungbuschler natürlich freuen. Wie los? Kreuzberg kann man vergessen. Hier ist Jungbusch hier. Glaub mir, ich hol dich da raus. An solchen Tagen. Jungbusch, das ist Mannheim von unten. Und das jetzt zur besten Sendezeit. Und den Rest regelt Dimi Schulze. Beste Sendezeit ist auch morgen wieder. 18.45 Uhr hier, die Landesschau. Da erzählen wir die Geschichte von 3 jungen Frauen, die eigentlich zu einem Fasnetzumzug wollten, als plötzlich vor ihnen auf der Straße ein Mann zusammenbricht, bewusstlos. Ja, und was dann passiert ist, morgen einschalten. Hier geht's weiter mit Landesschau aktuell. Ihnen noch einen schönen Abend.